Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Lightwolf Bundle von Weekend. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lightwolf von Weekend, das Ganze am 11. September erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das fünfte Album von Weekend. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich. Dann haben wir hier drei Sticker mit dabei, einen Flyer und ein Shirt. So, wir packen mal alles zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Das kommt hier noch in Folie, also ist noch eingeschweißt. Das werden wir gleich mal ändern. Einmal hier seitlich aufschlitzen. Wunderbar. So. Gut, also so sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack mit einem roten Cover. Hier lesen wir einmal senkrecht von oben nach unten den Albumtitel Lightwolf. Und dann haben wir hier den Künstler abgebildet, Weekend, hier oben ohne scheinbar, mit dieser wunderbaren Maske, die er hier trägt. Erinnert mich ein bisschen so an den asiatischen Raum. Ich würde sagen, die Maske kommt so aus Asien, rein so kulturell würde ich sagen. So, auf der Seite lesen wir Weekend Lightwolf ILW 001. Was hat es damit auf sich mit dieser Katalognummer? Es gibt ein neues Label, bei dem Weekend unter Vertrag steht, und zwar, hier unten haben wir die Website, I Love Wochenende. War ja lange Zeit bei Chimperator der gute Mann und ist jetzt mit seinem eigenen Label am Start, I Love Wochenende, und dementsprechend auch sein erstes Album, sein erstes Release über dieses neue Label. So, wir haben hier 13 Tracks auf dem Album, Features von Fat Tony, Jojo oder Jojo, kenne ich um ehrlich zu sein nicht, und Pimpf, okay. Dann hier noch die Infos und natürlich ein Barcode. Okay, dann schauen wir mal rein. So, hier lässt sich das aufklappen, hier haben wir erstmal die einzelnen Tracks mit der Info, wer das Ganze geschrieben und die Musik dazu beigesteuert hat, wunderbar. Dann hier noch weitere Credits, sehr schön. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, wir haben hier eine unfassbar lange Danksagung. Und zwar lesen wir hier eine Liebe und Danke. Und dann wird hier allen möglichen Menschen gedankt. Also eine sehr, sehr umfangreiche Danksagung. Hier unten gibt es dann auch nochmal die Infos zum... Moment, hier ist noch etwas Dreck. So, zum Label, Social Media, Internetauftritt und. Und dann haben wir natürlich hier die CD. Die sieht so aus, in verschiedenen Rottönen. Sieht fast aus wie so eine Zielscheibe oder so etwas. Lightwolf Weekend. Und so sieht das aus. Ja, hier gibt es dann nochmal die Maske zu sehen. Und Booklet haben wir hier keines dabei, denn man hat hier einfach, wie gesagt, das ganze Innenleben hier dieses Digipacks dafür genutzt und dementsprechend hat man dann hier jetzt kein separates Booklet. Gut, so viel zum Album. Dann haben wir mit dabei drei Sticker an der Zahl. So, hier lesen wir auch wieder Lightwolf und da haben wir so ein kleines süßes Hündchen in einem Bananenpyjama, mehr oder weniger. Dann haben wir diesen hier. Auch wieder mit Lightwolf-Schrift. Und einmal den hier. Also drei kleine, süße Hunde, Hundewelpen, quadratische Sticker und alle hier mit diesem Lightwolf-Schriftzug. Kann man sich dann wunderbar zu Hause irgendwo hinkleben oder in die Stadt. Dann gibt es hier einen Flyer zur Lightwolf-Tour 2021. Dein erstes Konzert nach dem Weltuntergang. Jawohl, hier sind die Tourdates. Das Ganze startet in Wien, sehr schön, und endet in Dortmund. Beidseitig bedruckt. Also von Anfang April bis Anfang Mai läuft das Ganze. Da könnt ihr Weekend live erleben. Und dann haben wir noch den letzten Bundleinhalt. Und zwar ist das ein Shirt. So, das Shirt kommt hier in Schwarz.
Auf der linken Brust haben wir wieder diese Maske mit dem Weekend-Schriftzug darunter. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen, wirklich alles in schwarz. Die Rückseite ist auch wieder mit dem Schriftzug Lightwolf. Der zieht sich hier den ganzen Rücken entlang. Also die Buchstaben sind hier nicht gefüllt, sondern wirklich nur die Konturen. Und dann haben wir hier auch noch einen Sticker in diesem Shirt. Den werden wir gleich mal rausmachen. So, was lesen wir hier? Wir lesen hier Weekend T-Shirt Lightwolf Schwarz Barcode Größe M krasserstoff.com. Ja, Größe M, die habe ich ausgesucht, denn dieses Bundle gab es wirklich nur exklusiv in dem Shop von Weekend. Und dort konnte man sich dann entsprechend die Größe individuell aussuchen. So, das ist auch die Erklärung. Ich habe mich hier, wie wir sehen, für M entschieden. In den USA wäre das S. Ja, die Menschen in den USA sind auch etwas beleibter als wir hier in Europa. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Shirt Stanley Organic Cotton Fairwear Foundation Größe M. Und das Ganze ist vegan. 100% organische Baumwolle. Und wo haben wir es hier? Proudly made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir den Flyer zur Tour 2021. Die drei Sticker mit diesen Hundewelpen hier in quadratischer Form. Und natürlich das Album an sich, Lightwolf im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Lightwolf von Weekend. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Weekend unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.